Moin, ich bin Tilman von der Radelbande. Du möchtest für deinen Betrieb oder deine Familie ein Lastenrad kaufen? Das ist schon mal eine gute Entscheidung. Aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst zu suchen. Du weißt nicht, was das Richtige für dich ist. Nun, damit bist du nicht alleine. Und in diesem Video möchte ich dir einmal eine Guideline geben. Der erste Schritt ist natürlich, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn hier gibt es auch in Zukunft alles Mögliche aus der Welt der Lastenräder. Also, abonniert, dann checkt auch mal am Ende des Videos die Playlisten, denn dort habe ich die verschiedenen Lastenradarten mal aufgeführt und alle Räder, die ich bereits getestet habe, auch einsortiert. Und vielleicht findet ihr da ja schon euer perfektes Lastenrad. Und wenn ihr schon ein Lastenrad habt, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare, was euch am meisten geholfen hat, euer perfektes Lastenrad zu finden. Obwohl, gibt es das? Das perfekte Lastenrad? Also meiner Erfahrung nach gibt es eigentlich nur den besten Kompromiss. Manche Eigenschaften schließen sich halt einfach gegenseitig aus. Ein Familienbike mit Vollausstattung und E-Motor kann zum Beispiel nicht unbedingt leicht und klein sein. Und ich bekomme immer wieder Fragen von euch, von meinen Zuschauern und auch von Menschen, die mir bei Instagram folgen, ob ich dieses oder jenes Rad eher empfehlen würde. Und im Endeffekt kommt es auf eure eigene jeweilige Situation an. Und am Anfang jedes Lastenradkaufs stehen eigentlich drei Fragen. Erstens, wer bin ich? Zweitens, wo bin ich? Und drittens, wo will ich hin? Ich werde diese drei Fragen mal anhand des Cargo Bike Quartetts beantworten. Das ist die erste Ausgabe und da werden wir uns mal ein paar Karten angucken und mal sehen, worauf es ankommt. Aber bevor wir das machen, möchte ich mal ganz kurz eingehen, welche verschiedenen Cargo Bike Formen es überhaupt gibt. Und da ist uns das Buch Cargo Bike Boom eine Hilfe. Denn hier findet man die gesamten Cargo Bike Bauformen drin. Und da könnt ihr schon mal sehen, es gibt wahnsinnig viele. Man kann die Last vorne haben, die Last hinten haben. Es gibt drei Räder, vier Räder, zwei Räder. Und innerhalb dieser verschiedenen Kategorien gibt es auch verschiedene Lenksysteme, verschiedene Boxaufbauten. Und wenn euch dieses Thema interessiert, auch die Geschichte des Lastenrades und die gesamten technischen Besonderheiten, die Materialien etc., alles, was ich in diesem Video überhaupt nicht erwähnen kann, weil es zu umfangreich ist, dann empfehle ich euch mal dieses Buch hier. Wenn ihr Cargo-Bike-Enthusiasten seid oder es werden wollt, da findet ihr alles hier in diesem Buch. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Wir wollen jetzt mal die Fragen vom Anfang beantworten und wir beginnen mit der ersten Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich eine Mutter oder bin ich ein Vater und möchte meine Kinder inklusive Freunden, inklusive Zubehör im Alltag bewegen? Oder habe ich ein Gewerbe und möchte Waren von A nach B bringen oder muss Waren auf einem großen Betriebshof durch die Gegend kutschieren? Da muss man sich spezielle Fragen stellen. Und wir beginnen mal mit den Möglichkeiten, die wir als Gewerbetreibende haben. Bei dem gewerblichen Einsatz von Lastenrädern muss man sich über mehrere Dinge im Klaren sein. Erstens, wie groß ist die Ladung? Sind es kleine Pakete oder sind es große, sperrige Gegenstände, die ich transportieren möchte? Und zweitens auch, wie schwer sind die? Hier haben wir jetzt mal drei Räder ausgewählt, die schon ziemlich unterschiedlich sind in ihrer Ausprägung. Das eine ist eine Vollkabine mit einer Ladefläche und einem Maximalgewicht von 600 Kilogramm. Das zweite, das Urban Aero Tender, das hat richtige Autoreifen vorne und den Fahrer bzw. die Fahrerin hinter der Ladung. Und das dritte, das X-Cyc Work, wo man vorne den Fahrersitz hat und eine große offene Ladefläche hinten drauf, die auch noch modular veränderbar ist. Also drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Konzepte, was sie alle gemein haben, dass es Mehrspurer sind. Da haben dann mehrspurige Fahrräder den Vorteil, dass sie deutlich stärker belastet werden können und beladen werden können, als das bei einspurigen Fahrzeugen der Fall ist. Natürlich fahren sich diese Geräte auch deutlich sperriger als ein leichtes Lastenrad wie zum Beispiel ein Bullet. Allerdings können sie eben auch deutlich mehr laden. Wenn man eher kleinere, leichtere Gegenstände transportieren möchte und eher auf Wendigkeit Wert legt als auf schiere Größe und Zuladung, dann gibt es auch einige Möglichkeiten von Rädern, die sich unterschiedlichst einsetzen lassen. Hier mal beispielsweise ein Dreirad mit einer Nagetechnologie, ein Long John und ein Long Tail.
alle drei Räder haben spezifische Vor- und Nachteile und alle drei Räder lassen sich ganz, ganz unterschiedlich aufbauen und unterschiedlich beladen. Ein Vorteil haben diese Räder, dass sie sich in den meisten Fällen je nach Aufbau auch für den Transport von Kindern eignen. Also wenn man in der Woche Ladung durch die Gegend kutschieren muss, an einem Wochenende seine Kinder, dann kann man das mit solchen Rädern ganz einfach machen. Da sind große, schwere Lastenräder, die rein für den gewerblichen Transport ausgelegt sind, dann häufig geraten dann ins Hintertreffen. Und dann gibt es noch Räder, die primär für den Transport von Kindern entwickelt worden sind. Und hier haben wir auch wieder drei Beispiele. Wiederum ein Dreirad und zwei einspurige Räder. Einmal das Stork aus Polen, dann einmal das Bici Carpace aus Italien und ein Winterdreirad aus Dänemark. Diese drei Räder haben wiederum spezifische Vor- und Nachteile und können unterschiedlich viele Kinder transportieren. Und da fängt es bei der Familie an. Wie viele Kinder muss ich eigentlich transportieren? Wie viele Kinder habe ich und wie alt sind die? Das sind entscheidende Faktoren, die ich am Anfang auch klären muss. Könnte da unter Umständen noch ein weiteres Kind innerhalb relativ kurzer Zeit dazukommen? Weil wenn das der Fall sein könnte, dann muss ich meine Auswahl eventuell nochmal anpassen an ein Rad, das auch eine Babyschale mitnehmen kann und ein oder zwei weitere Kinder. Also die Frage, wie viele Kinder muss ich mitnehmen, wie alt sind die, brauchen die einen größeren oder einen kleineren Platz? Und danach muss man dann so die erste Entscheidung treffen, brauche ich ein großes Lastenrad oder reicht auch ein etwas kleineres Lastenrad? Hier bei dem Winter Kangoo gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, bis zu vier Kinder mitzunehmen, die vorne dann auch in diese Box unter dieses Regenverdeck passen. Bei dem Bici Carpace, das sieht ganz niedlich aus, da passen jetzt hinten drei Kinder drauf. Allerdings ist das bei einem Longtail mit dem Wetterschutz wiederum nicht so gut. Und bei dem Stork, hier werden auch bis zu vier Kinder angegeben. Und dieses Rad fährt sich dann natürlich auch nochmal ganz anders, als es so ein Dreirad mit einer Drehschemellenkung tut. Die entscheidenden Faktoren zur Beantwortung der ersten Frage, wer bin ich, sind also die Größe und das Gewicht der Ladung bzw. das Alter und die Anzahl der Kinder, die ich mitnehmen möchte. Die zweite wichtige Frage, die du dir stellen musst auf der Suche nach deinem Lastenrad ist, wo bin ich bzw. wo bist du? Wo kann ich mein Lastenrad abstellen? Wie viel Platz habe ich da? Steht es überdacht? Steht es abgeschlossen? Und muss ich meinen Raum, wo das Fahrrad steht, eventuell auch mit vielen anderen Fahrrädern teilen oder muss es tatsächlich auch an der Straße stehen? Das gilt sowohl für Gewerbetreibende als auch für Familien. Wenn wir uns nochmal zuerst auf den Bereich der gewerblichen Lastenräder stürzen, da habe ich dann hier wieder drei Beispiele von einem kleinen bis zu einem sehr großen Fahrrad. Bei einem kleinen Fahrrad kommen wir hier zum Beispiel mal aufs Chike E-Cargo. Das ist nur 1,85 Meter lang und nur knapp 73 cm breit. Braucht also nur sehr wenig Platz, um es zu parken, hat dementsprechend aber natürlich auch eine kleinere Ladefläche als andere Räder. Aber bei diesem Fahrrad ist man durch seine geringe Größe natürlich deutlich flexibler, als das bei deutlich größeren Rädern der Fall ist. So ein Mittelding wäre zum Beispiel das Gleam Escape. 2,50 Meter lang und 85 cm breit. Das braucht schon deutlich mehr Platz, um es irgendwo abzustellen und da würde sich schon eine Garage anbieten oder ähnliches, damit man das Fahrrad auch irgendwie hinstellen kann. Bei dem Chike haben wir zum Beispiel eine kleine Ladefläche, die wir hier vorne sehen und da gibt es auch ein Cover, das man so drüber ziehen kann, aber das ist keine abschließbare Box. Bei dem Gleam gibt es verschiedene Aufbauten für hinten drauf und da kann man auch abschließbare Boxen draufbauen, die man dann auch relativ einfach darauf fixieren kann. Dadurch könnte man das Rad auch draußen stehen lassen und Diebe kommen nicht so einfach an das dran, was in dem Rad drin ist. Aber auch da muss man sehen, möchte ich dieses Fahrrad tatsächlich irgendwo draußen hinstellen oder kann es nachts nicht doch irgendwo oder muss es nachts nicht doch irgendwo in der Garage stehen. Und wenn wir uns dann dieses Geschoss hier angucken, die Rikscha mit 3,35 Meter Länge, da ist es dann nachher klar, das Ding muss irgendwo stehen, wo auch ein Auto stehen könnte, in einer Garage, Tiefgarage oder ähnliches. Sowas trägt man natürlich nicht einfach weg und wir haben hier auch eine große abschließbare Box. Aber hier ist man bei der Auswahl des Platzes natürlich deutlich eingeschränkter. Ähnliches gilt natürlich bei den Rädern, die sich sowohl für den familiären als auch den gewerblichen Zweck einsetzen lassen, wie zum Beispiel dieses Benno Boost hier.
Das ist mit seiner Länge von unter 2 Metern und seiner generellen Größe und Form wie ein normales Fahrrad natürlich sehr einfach abstellbar, lässt sich sehr einfach irgendwo anschließen. Wenn man allerdings schon sein Zubehör am Fahrrad belassen möchte, dann sollte man darauf achten, dass es irgendwo steht, wo es entweder gut geschützt ist oder halt im Endeffekt überdacht steht. Hier bei diesem Bici Carpace Pelican haben wir dann eine weitere kleinere Einschränkung. Dadurch, dass die Ladefläche vorne relativ breit ist, lässt sich das nicht so einfach abstellen wie ein normales Fahrrad. Es ist auch mit 2 Metern noch mal eine ganze Ecke länger als das Benno. Aber dann das Trio Bike Cargo Big, 2,75 Meter Gesamtlänge bei einem Long John. Und gerade wenn man da so diese breite Box hier hat, die wir jetzt hier vorne sehen, dieses Fahrrad lässt sich erst recht nochmal schwieriger abstellen, hat natürlich durch diese abschließbare Box den Vorteil, dass Diebe eben nicht so leicht ran können. Aber hier muss man gucken, wo kann ich es abstellen, wo kann ich es anschließen, muss ich es eventuell in eine Garage stellen. Ähnliches gilt natürlich für den familiären Bereich. Viele Wohngebiete haben keine Möglichkeit, wo man ein Fahrrad überdacht oder in einem Fahrradkeller oder in einer Tiefgarage oder Einzelgarage sogar abstellen kann. Und da muss man dann teilweise sehr kreativ werden. Auf der einen Seite geht das natürlich, wie zum Beispiel hier bei dem Christiania Light. Hier haben wir ein normales Dreirad mit einer Drehschirmlenkung, das durch seine Holzbox, ich sag mal, nicht unbedingt Begehrlichkeiten weckt. Das sieht nicht aus wie ein Rad, das ultra teuer ist, sondern das sieht eher einfach konstruiert aus. Und das ist irgendwo auch das Kalkül von dem Hersteller, weil der sagt, Räder, die teuer aussehen, die werden eher mal geklaut. Und das könnte eben auch ein Verhinderer vom Diebstahl sein, wenn man sich eher auf ein Rad konzentriert, das nicht ganz so teuer aussieht. Im familiären Bereich haben wir dann natürlich auch wieder die Longtails, die sehr beliebt sind, auch weil sie sich einfach abstellen lassen wie ein normales Fahrrad und nicht viel Platz wegnehmen. Und dann auch wiederum der Vorteil, ähnlich aussehen wie normale Fahrräder, aber deutlich mehr Möglichkeiten bieten. Und eine weitere Möglichkeit, um viel Platz zu sparen, ist einfach auf ein sehr kleines Fahrrad zu gehen. Hier das Muli mit seiner Gesamtlänge von unter 2 Metern, das oder eins der kürzesten Long Johns. Da hat man auch die Möglichkeit, das Fahrrad in eine schmale Gasse zu stellen, in einen schmalen Fahrradständer, das Fahrrad mehrfach anzuschließen oder wenn alle Stricke reißen, kann man die unmotorisierte Version auch relativ einfach nochmal ein paar Treppenstufen rauf und runter tragen, um es irgendwie in den Keller oder in die eigene Wohnung zu bringen. Die dritte große Frage, die wir behandeln wollen, ist die Frage, wo will ich hin? Also, wie lang sind die täglichen Strecken? Wie ist die Topografie der Strecken, die ich fahre? Geht es viel rauf und runter oder ist es größtenteils flach? Wie ist die Streckenbeschaffenheit? Fahre ich über glatte, gut ausgebaute Fahrradwege? Fahre ich an der Landstraße oder fahre ich auch über Schotter oder durch den Wald? Das sind Fragen, die ebenfalls beeinflussen, für welches Lastenrad man sich entscheiden sollte. Starten wir hier auch wieder mit 3 Beispielen im gewerblichen Bereich. Und hier stellt sich dann auch die Frage, wie gehe ich mit schlechtem Wetter um? Und hier bieten auch viele gewerbliche Lastenräder auch so Dächer, die auch dafür dann sorgen, dass die Mitarbeitenden eben etwas besser vor Regen geschützt sind, weniger oft krank werden. Und dadurch hat man natürlich dann auch einen Vorteil für das eigene Unternehmen oder wenn man selbstständig ist, dann auch für sich selber, damit das Unternehmen überhaupt läuft. Hier so ein Vierrad, das ist natürlich besonders dann geeignet, wenn man glatte Strecken hat, wenn man gut ausgebaute Strecken hat und Strecken hat, wo man auch nicht so viele Engstellen durchfahren muss. Insofern ist das zum Beispiel für den innerbetrieblichen Warentransport sehr gut geeignet auf großen Betriebshöfen oder wenn man weiß, dass die Strecken gut sind, größtenteils gerade und man nicht viele enge Kehren oder Kopfsteinpflaster überwinden muss. Für einen solchen Fall würde sich hier eher sowas anbieten. Das ist dann natürlich eher dafür geeignet, auch in engen Innenstädten zu fahren. Wir haben hier eine Federung drin, einen Neigemechanismus. Dieses Fahrrad könnte auch schlechte Strecken, Naturwege, Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten ohne große Probleme überwinden. Etwas, wo so ein Vierrad-Transportfahrrad eher mal so seine Probleme hat. Was dann etwas flexibler einsetzbar ist und auch trotzdem eine große Ladekapazität hat, ist so ein Dreirad wie dieses hier von BKL. Wir haben hier eine Frontfederung, sodass man auch Bordsteinkanten ganz gut überwinden sollte und dann am Heck
ist das jetzt nicht gefedert. Da muss man dann natürlich auch darauf achten, dass die Ladung irgendwie heile bleibt. Und wir haben ja trotzdem auch ein Dach, um zum Beispiel den Fahrer oder die Fahrerin zu schützen. Dieses Fahrrad würde sich ebenfalls dafür eignen, auch etwas schlechtere Strecken zu befahren. Allerdings natürlich nicht so gut wie ein Dreirad mit einer Neigetechnologie, das aber dann tendenziell deutlich weniger laden kann. Bei den Hybriden, die sich für beide Zwecke eignen, haben wir jetzt noch zwei Karten, die ich hier ausgewählt habe. Und das sind beides Long Johns. Und Long Johns haben den Vorteil, dass sie einerseits sehr flexibel sind, auf der anderen Seite aber auch sehr wendig, trotz teilweise einer großen Gesamtlänge. Hier bei dem Duce haben wir 2,43 Meter Gesamtlänge, bei der Radkutsche 2,73 Meter. Diese Räder sind aber trotzdem relativ wendig, lassen sich auch über leichte Schotterwege durch den Wald fahren, über Kopfsteinpflaster. Das stellt diese Räder überhaupt nicht vor irgendwelche größeren Herausforderungen. Das Problem ist dort nur, dass man, auch wenn man stehen bleibt, eben die Ladung, das Fahrrad ausbalancieren muss und es keine Möglichkeit gibt, um die Fahrerin oder den Fahrer vor den Wettereinflüssen zu schützen. Aber diese Räder bieten eine gute Möglichkeit, um sehr flexibel zu sein, was die Wege und was die Topografie angeht, weil sie sich auch mit starken Motoren ausstatten lassen. Und auch gerade bei den Family Bikes gibt es deutliche Unterschiede bei der Wendigkeit, beim Komfort. Wenn wir uns das Butchers & Bicycles mal ansehen, dann ist das ein Dreirad mit einer Neigetechnologie. Und das ist ein spannendes Rad, das fährt sich total toll. Aber bei Dreirädern muss man immer darauf achten, dass diese relativ breit sind. Wir haben hier eine Breite von 91 cm. Das ist für einige Fahrradwege schon zu schmal, gerade wenn zum Beispiel Blätter oder Schnee links und rechts am Straßenrand liegen, dann werden die Fahrradwege deutlich schmaler als 91 cm. Und da muss man dann mit so einem breiten Rad schon ganz gut aufpassen. Das gleiche gilt auch zum Beispiel bei engen Durchfahrten oder wenn irgendwelche Poller irgendwo stehen, dann könnte es mit so einem Rad schon durchaus mal sein, dass man da nicht durchkommt, auch wenn es per se sehr wendig ist und auch relativ kurz. Und auch hier, wenn man zum Beispiel größere Steigungen zu überwinden hat, dadurch, dass man in einer bergigen Gegend wohnt, lässt sich so ein Fahrrad mit einem starken Motor ausstatten, beziehungsweise ist mit einem starken Motor ausgestattet. Wo man aber auch aufpassen muss, wie viel Batteriekapazität habe ich eigentlich und wie schnell wird der Akku bei einer längeren Steigung ausgesaugt. Und da wäre zum Beispiel das Cargo eine gute Alternative, weil wir hier bis zu 1250 Wattstunden Akkukapazität haben. 625 Wattstunden Akkukapazität hat ein Akku und zwei passen unten in die Ladebox. Insofern hätte man auch für längere Anstiege hier genug Saft, um nicht gleich in eine Reichweitenangst zu verfallen. Beim Thema Wendigkeit kommt es auch gerade bei Family Bikes, bei Long Johns ganz stark darauf an, was für ein Lenksystem verwendet wird. Hier bei dem Urban Arrow, das wir auch unser eigen nennen, da ist man durch die Lenkstangenlenkung häufig eingeschränkt, weil sich das Vorderrad nicht so weit einschlagen lässt, wie zum Beispiel bei diesem Rad, das mit einer Seilzuglenkung ausgestattet ist und somit sich deutlich engere Kurven manövrieren lässt. Da muss man also auch darauf achten, wie viel Platz habe ich in meinen Städten, wie viel Platz habe ich auf den Fahrradwegen, muss ich häufig durch enge Gassen durch und auch hier wiederum der Vergleich. Wir haben ein Rad mit einer Vorderradfederung und ein Rad ohne Federung. Dieses Fahrrad hier würde sich auf Feldwegen, auf Kopfsteinpflaster deutlich besser machen als dieses hier, dass er auf glatten Strecken sich zu Hause fühlt. Ja, jetzt habt ihr einen Überblick über die drei großen Fragen beim Lastenradkauf. Wer bin ich? Wo bin ich? Und wo will ich hin? Aber es bleibt unübersichtlich. Ähnlich wie beim Autokauf muss ich ganz genau wissen, was ich eigentlich brauche, was ich haben möchte und ich brauche auch einen guten Marktüberblick. Und da bietet sich natürlich so ein Cargo-Bike-Quartett an, um mal zu sehen, was es so alles gibt. Geht mal auf die Seite dort, das verlinke ich euch auch nochmal unten. Ja, das ist meine Cargo-Bike-Guideline. So findet ihr euer perfektes Cargo-Bike, beziehungsweise euren perfekten Kompromiss. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu diesem Video, dann schreibt sie einfach mal unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und es euch hilft. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radebande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Also, tschüss, bis dann.